Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Der Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung. Mit einem Kredit von der Bank konnten sich fast alle Menschen diesen Traum erfüllen. Bis jetzt. Denn seit 21. März ist die sogenannte Wohnimmobilienkreditrichtlinie in Kraft und es wird künftig wohl deutlich schwieriger, an Kredite zu kommen. Welche Auswirkungen diese neue EU-Richtlinie für uns alle hat, das ist der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Beginnen wollen wir doch mit einem ganz entspannten und auch schönen Thema. Jedes Jahr werden auf der IMM Cologne die neuesten Möbeltrends vorgestellt und die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Dieses Haus ist smart. Ob übers Netz gesteuerte Elektrogeräte, heizende Bilder oder Fußböden, die im Notfall Alarm schlagen, alles hier denkt mit und soll auf intelligente Weise das Leben den Bewohnern erleichtern. Wir haben ja vernetzungsfähige Geräte und wir zeigen hier, wie die in eine übergreifende Lösung integriert werden können, so was für den Kunden praktisch ein Mehrwert entsteht, dass er sein komplettes Haus Let Be Smart anschauen kann oder auch steuern kann. Es ist immer die Frage, ob wirklich das Geldsparen im Vordergrund steht. Ich glaube, hier ist eher der Zusatznutzen für den Kunden. Das heißt, wenn ich dadurch vielleicht mehr Wege spare, gewisse Sicherheitsfunktionen habe, dass ich mit Video eben mein Haus überwachen kann. Ich glaube, da stehen eher diese Dinge im Vordergrund, als wirklich das reine Geldsparen. Die neuesten digitalen Vernetzungsmöglichkeiten gehen fließend in den modernen Lifestyle über. Und Wohnen ist Lifestyle. Dabei muss es bequem, stilvoll und im Idealfall individuell sein, wie die aktuellen Trends auf der vor kurzem durchgeführten Möbelmesse IMM in Köln zeigen. Auch Möbelexperte Andreas Görner war auf der Messe vor Ort und weiß über die neuesten Trends Bescheid. Wir haben dieses Jahr unheimlich viel neue Funktionen bei Polstermöbeln gesehen. Wir haben neue Techniken in Wohnwänden gesehen und ganz neue Farbtrends. Diese gehen mehr und mehr ins Rot und Blau, auch bei den Polstermöbeln. Die werden in Zukunft noch weicher und gemütlicher. Die Kunden wollen Probe sitzen, Probe liegen. Sie wollen anfassen, sie wollen fühlen, sie wollen die Stoffe erleben, sie wollen die Oberflächen berühren können. Das alles kann man im Netz nicht. Anfassen und erleben, das wollen also die Kunden. Und auch die Badlandschaft wird mehr und mehr zum Erlebnis. Denn längst ist das Badezimmer nicht mehr nur funktional, sondern gleicht fast schon einer Wellness-Oase und Rückzugsort. Und auch hier im Badezimmer hält die intelligente Technik mehr und mehr Einzug. Wie auch im Wohnzimmer bei den Wohnwänden. Die Möbel werden puristischer, filigraner, geradliniger und mit immer mehr Technik ausgestattet. Ganze Soundsysteme werden mittlerweile in der Wohnwand verarbeitet oder in Lowboards. Wir können diese Möbel, diese Soundsysteme mit dem iPhone bedienen. Die Konnektivität der einzelnen Geräte untereinander nimmt zu. Also die Möbel werden da in gesamtem Umfang mit eingebunden. Technisches Know-how verbunden mit auffälligen Farben, auch im Accessoire-Bereich, einhergehend mit zunehmendem Wohnkomfort. So könnte man kurz und knapp die Trends 2016 zusammenfassen. All diese Raffinessen werden in den kommenden Wochen mehr und mehr in den Möbelhäusern Einzug halten. Eine schöne neue Wohnwelt steht uns bevor. Unser Schwerpunktthema heute ist die Wohnimmobilienkreditrichtlinie und es wird künftig wohl schwieriger, an Kredite zu kommen. Wer allerdings eine Baufinanzierung abschließt, geht nicht nur lange eine finanzielle Verpflichtung ein, sondern er bindet sich auch ganz lange an den Kreditvertrag. Wie Sie den Darlehensvertrag möglichst flexibel gestalten können, das erfahren Sie in unserem heutigen Finanztipp. Der Finanztipp wird Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung. Lebenssituationen können sich ändern. Damit dann nicht auch noch die Finanzierung der eigenen Immobilie durcheinander gerät, sollte der Kreditvertrag flexibel gestaltet sein. Manche Banken bieten Darlehensnehmern die Möglichkeit, ihren Tilgungssatz während der Zinsbindung mehrmals wechseln zu können. So kann der Darlehensnehmer auf eine veränderte Lebenssituation reagieren.
Heißt, wenn ich höhere Einnahmen zu erwarten habe, weil vielleicht die Frau wieder zum Arbeiten beginnt nach Elternzeit, kann ich meine Tilgung nach oben setzen, um entsprechend ja, die Kreditlaufzeit zu verkürzen, auch die Restschuld zu reduzieren. So habe ich es in der Anschlussfinanzierungsphase einfach besser, kriegt nochmal bessere Konditionen, weil der Beleihungsauslauf sich reduziert hat. Genauso kann ich auch mit der Reduktion des Tilgungssatzes darauf reagieren, sollte eben als Beispiel nachwuchsbedingt sich meine Situation für die nächsten 2-3 Jahre auch entsprechend verändern. Auch wenn ein plötzlicher Geldsegen eintritt, zum Beispiel durch die Auszahlung einer Lebensversicherung, ermöglicht eine kürzere Zinsbindung mehr Flexibilität. Beträgt die Laufzeit des Kredits noch 5 Jahre, kann die Restschuld dann auch sofort beglichen werden. Zum Teil bauen Banken diese Flexibilität automatisch in die Verträge mit ein. Das heißt, ohne Zutun des Darlehensnehmers kann er seinen Tilgungssatz bei Bedarf ändern oder Sondertilgungen vornehmen. Das ist aber immer von den einzelnen Kreditinstituten abhängig. Wenn ich jetzt einen Darlehensvertrag mit einer Bank gewählt habe, die solche Optionen nicht vorsieht, wird es in der Tat schwieriger, in einem bestehenden Vertrag Änderungen vorzunehmen. Ausnahme eventuell eine Härtefallregelung, wenn ich mit der Bank ins Gespräch gehen muss, weil ich sage, Mensch, das hat sich unvorhergesehen, die Einkommenssituation oder Lebenssituation verändert, dass man über eine Tilgungssatzreduktion oder Änderung spricht, dann bin ich ein bisschen auf den Goodwill der Bank angewiesen, die mit Sicherheit mich auch nicht vor die Tür setzen wird, aber es ist dann einfach ein anderes Prozedere, als wenn es mir vorneweg schon per Vertrag zusteht. Experten raten daher, von vornherein eine Flexibilität in Kreditverträge mit einzubauen und auch den Finanzierungspartner entsprechend danach auszusuchen. Kein Geld mehr von der Bank. Was sich so dramatisch anhört, könnte bald Realität sein. Schuld daran ist die neue Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die es künftig für Jung und Alt deutlich schwieriger macht, an Immobilienkredite zu kommen. Alle Hintergründe zur neuen EU-Richtlinie gleich hier bei Bauen und Wohnen. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Die Niedrigzinsphase hatte ihre Vorteile und auch ihre Nachteile. Zwar gibt es auf das Guthaben fast keine Habenszinsen, doch es war noch nie so günstig, eine Immobilie zu erwerben oder zu finanzieren. Doch damit ist jetzt Schluss. Schuld daran ist die neue Wohnimmobilienkreditrichtlinie der Europäischen Union. Sven Jachmann über die Folgen der neuen Richtlinie. Bei der Kreditvergabe im Zusammenhang mit einer Immobilie schauen die Banken künftig genauer hin. So wird es ab sofort nicht mehr so einfach sein, sein Haus zu beleihen. Bisher war es ohne weiteres möglich, eine sogenannte Umkehrhypothek von seiner Bank zu bekommen. Das war besonders für Rentner attraktiv, die in ihrem Haus wohnen bleiben wollen. Sie beliehen ihre Immobilie bei einer Bank, bekamen einen Betrag ausbezahlt und konnten so ihren Lebensunterhalt bestreiten. Rente aus Stein wurde das genannt. Das ist so nicht mehr zulässig. Denn die Banken müssen nun genauer hinschauen, wenn ein Hausbesitzer seine Immobilie beleihen möchte. Sie wird jetzt prüfen, wie hoch ist das Einkommen, in dem Fall also die Rente, und wie hoch ist das frei verfügbare Vermögen. Auch Häuslebauer werden nicht mehr so ohne weiteres einen Kredit von der Bank bekommen. Die Beratungsgespräche werden intensiver und langwieriger. Dazu gehören auch Fragen, die die Privatsphäre betreffen. Sind Kinder geplant? Wird die Ehefrau danach wieder arbeiten? Insgesamt wird die Kreditwürdigkeit der Kunden strenger geprüft als zuvor. Als drittes ist der sogenannte Widerrufsjoker betroffen. Dabei geht es um Kreditverträge, die zwischen 2002 und 2010 abgeschlossen worden sind. Untersuchungen zeigten, gerade bei diesen Verträgen hätten die Banken bei den Widerrufsbelehrungen Fehler gemacht. Die Folge? Der Kunde zog den Widerrufsjoker und konnte seinen alten Vertrag gegen einen neuen Vertrag mit viel günstigeren Zinsen umtauschen. Dieser Widerruf ist nur noch bis zum 21.06. möglich. Dann erlischt der Widerrufsjoker. Für immer. Und zum Thema Wohnimmobilienkreditrichtlinie begrüßen wir heute Michael Gresens von der Kreissparkasse Ravensburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Gresens, gibt es für das komplizierte Wort jetzt eigentlich auch
eine Abkürzung, die man sich merken kann? Ja, die gibt's und unser Projektleiter in diesem Projekt hat aus Wohnimmobilienkreditrichtlinie Wickel gemacht. Was versteckt sich eigentlich hinter Wickel? Hinter Wickel versteckt sich die Intention des europäischen Gesetzgebers, die Rechte des Baufinanzierungskunden im Gesetz deutlich zu erweitern, indem jede Bank, jede Sparkasse, jeder private Kreditvermittler ein ganz individuell auf den Kunden zugeschnittenes Angebot machen muss und das dem Kunden auch entsprechend schriftlich mitgeben muss. Wie individuell das wird, dazu kommen wir später noch. Jetzt hatten wir auch den Joker am Ende. Was versteckt sich hinter dem Widerrufsjoker? Kann ich einfach hingehen und sagen, mein Kredit, da passt was nicht, ich war schlecht beraten, ich möchte einen Tausch? Nein, so geht's nicht. Ich bin auch kein großer Freund von diesem Begriff Widerrufsjoker. Man muss mal zurückschauen, wie war die Situation? Sie haben vor 5, 8, 10 Jahren sich eine Immobilie gekauft, haben einen Kreditvertrag abgeschlossen. Und in diesem Kreditvertrag gibt es eine Widerrufklausel, wo geregelt ist, unter welchen Voraussetzungen dieser Vertrag widerrufen werden kann. Und es gibt ganz unterschiedliche Klauseln und wir haben mittlerweile eine Rechtsprechung, wo bestimmte Klauseln aus Sicht der Gerichte für den Kunden unübersichtlich sind. Diese Klauseln können widerrufen werden und in dem Fall gibt es ein Gespräch mit der Bank, mit der Sparkasse und dort wird geprüft, ob in ihrem ganz speziellen Fall eine Klausel vorliegt, die nach Aussage der Gerichte nicht in Ordnung ist. Und die Gerichte haben ganz unterschiedlich entschieden. Wir haben jetzt jüngst erst höchstrichterlich vom Bundesgerichtshof 2 Klauseln von Sparkassen als völlig rechtskonform entschieden bekommen. Es gibt andere Gerichte, die sind zu anderen Ergebnissen gekommen. Von daher ganz individuell das Ganze. Informieren Sie denn die Kunden? Wissen Sie überhaupt, wer einen Vertrag hat, den man tauschen kann? Und es ist ja nicht so einfach. Ich tausche nicht gerade eine Brezel gegen ein Brötchen. Genau, weil es ganz individuell auf die Kundensituation ankommt, können wir gar nicht informieren, sondern in der Regel läuft es umgekehrt. Kunden schauen sich ihre Verträge an, kommen dann zu ihrem Kreditinstitut, widerrufen und lassen das Ganze prüfen. Und in dem Fall wird in jedem Einzelfall mit dem Kunden gesprochen. Wir prüfen das Ganze und wenn der Kunde dort eben Recht hat im Widerruf, dann suchen wir eine gemeinsame Basis, wie es dann mit dem Kunden weitergeht. Weil er möchte ja nicht das Darlehen zurückzahlen, sondern er widerruft nur den Vertrag beziehungsweise er bezieht sich auf eine nicht gültige Widerrufserklärung. Wenn man sich jetzt mit diesem Thema befasst, hat man den Eindruck, wenn ich heute zur Bank gehe und ich will einen Kredit, es wird fast unmöglich. Ich muss mich ja praktisch ausziehen, muss sagen, ich will ein Kind, zwei Kind, ich plane das und das. Wird es einfacher oder schwerer? Es wird anders, aber es wird auch nicht so gravierend anders, denn auch bisher haben Sie bei einem seriösen Finanzierungsberater immer schon ja die Erwartung gehabt, ich will keine Finanzierung von der Stange, sondern ich will eine Finanzierung, die auf mich maßgeschneidert ist. Und das kann nur funktionieren, wenn Sie mir Ihre Ziele und Wünsche der nächsten Jahre ein Stück weit aufzeigen und mir auch mitgeben, was Ihnen bei der Finanzierung wichtig ist. An der Stelle hat der Gesetzgeber, wie er es oft tut, ist er ein Stück weit über das Sinnvolle und Notwendige hinausgeschossen. Das heißt, es wird etwas umfangreicher, auch die Dokumentation wird umfangreicher. Aber vom Prinzip her ist diese Wohnimmobilienkreditrichtlinie, dieses Wickel, grundsätzlich etwas Gutes, es ist nur mal wieder etwas kompliziert geworden. Dann was passiert, wenn ich ein Kreditnehmer bin und ich sage irgendwann, ich kann die Raten nicht mehr zahlen, Sie haben mich damals schlecht beraten, ich kündige, ich verklage Sie. Mhm. Dann haben wir jetzt auf Basis unserer Wohnimmobilienkreditrichtlinie eine Notwendigkeit, die bisher schon geübte Praxis war, nur jetzt steht es im Gesetz. Es ist wichtig, schauen Sie, wir haben im Moment eine Zinsphase. Da gibt es eine Baufinanzierung für 1,x%. Also wir haben ein extrem niedriges Zinsniveau. Von daher ist die Frage ja nicht nur erlaubt, sondern notwendig, mal nach vorn zu schauen. Wie schaut es denn aus? Wenn die Zinsen steigen. Ne? Wie schaut es denn aus in 5, in 10, in 15 Jahren, wenn die Zinsen gestiegen sind? Da sagt der Gesetzgeber, jeder Bank, jeder Sparkasse, ihr müsst den Zeitpunkt simulieren auf einem höheren Zinsniveau. Und wenn Sie dann die Finanzierung nicht tragen können, aber das wäre heute auch schon so gewesen, dann müssten wir darüber reden, gibt es Sondersituationen, erwarten Sie weitere Finanzierungsmittel oder ist möglicherweise doch der Wunsch eine Nummer zu groß,
Und man geht nochmal zurück auf Null und sucht eine andere Finanzierung für eine günstigere Immobilie. Also die Intention des Gesetzgebers an der Stelle absolut in Ordnung. Herr Gresens, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir könnten uns noch Stunden darüber unterhalten, was WIKAL alles beinhaltet. Liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine Mail an bauenundwohnen@regio-tv.de. Wir leiten Sie dann natürlich weiter. Bei uns geht es nun mit einem ganz anderen Thema weiter. Und zwar, wenn Sie vielleicht schon der Besitzer von einem Haus oder einer Immobilie sind, haben Sie vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht, ein Gewächshaus zu kaufen. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit wie das Beet im Garten, aber dafür können Sie früher und vor allem auch öfters ernten. Wer frisches Gemüse will, geht auf den Wochenmarkt oder erntet ganz einfach selbst mit einem Gewächshaus im Garten. Größe, Ausstattung und Preisklasse können dabei unterschiedlich sein. Im Idealfall ist das Gewächshaus an die Gegebenheiten angepasst. So gibt es zum Beispiel Modelle mit einer höher gezogenen Seitenwand, um näher an die Hauswand zu rücken. Ein Vorteil bei einem kleinen Garten. Damit im Gewächshaus alles wächst und gedeiht, sollte beim Kauf auf bestimmte Qualitätsmerkmale geachtet werden. Hochwertige Gewächshäuser sind gekennzeichnet durch eine besonders ausgeprägte Stabilität, das heißt dickwandige Aluminiumprofile. Die Konstruktion ist in der Regel TÜV geprüft, hat eine langjährige Garantie, oft 20 Jahre und dann natürlich auch eine sehr hochwertige Verglasung. Jetzt in diesem Fall hier drei Steg-Dreifachplatten, 16 mm stark. Und das Gewächshaus bietet auch serienmäßig ausreichende Lüftungsmöglichkeiten in Form von Dachfenstern und Tür. Bei den sogenannten Steg-Dreifachplatten mit 16 mm ist die Wärmedämmung optimal. Das bedeutet, Obst und Gemüse wachsen besonders gut und die erste Ernte kann bereits ab Mitte März eingefahren werden. Mit einem Gewächshaus kommt das frische Gemüse also immer schon ein bisschen früher auf den Tisch. Das ist jetzt mal im Frühjahr, so Anfang März bis April, den ersten Salat, Radieschen und Rettiche. Dann kommen Kohlräbchen und auch Brokkoli und Blumenkohl. Danach kann man schon zwischen den Salat die Tomaten und Gurken setzen. Und dann haben Sie schon ab Juni, Juli die ersten Gurken und dann auch die ersten Tomaten. Danach kann man dann noch gewisse Salate, Feldsalate und auch nochmal späte Rettiche setzen. Wichtig ist, regelmäßig zu gießen und zu lüften. Natürlich muss ein Gewächshaus nicht ausschließlich für den Gemüse- und Obstanbau genutzt werden. Auch Kräuter können darin gezogen werden. In der kalten Jahreszeit können Topf- und Kübelpflanzen im Gewächshaus überwintern. Dann ist allerdings eine Heizung notwendig. Bei diesen schönen Bildern bekommt man doch gleich richtig Lust auf Sommer, Sonne, Garten und Grillen. Wir haben unseren Reporter Sven Jachmann losgeschickt, um eines der besten Steaks zu grillen. Welches genau, das erfahren Sie nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Die Tage werden länger, die Temperaturen wärmer und was gibt es jetzt Schöneres, als sich abends mit Freunden und Bekannten zu verabreden, um gemeinsam zu grillen. Bauen und Wohnen-Reporter Sven Jachmann war für Sie unterwegs, um das perfekte Steak zu grillen. Und wenn ich das richtig sehe, hast du dir gleich einen Experten geholt. Ja, Tobias, ich habe mich mit einem echten Grillexperten verabredet, Marco Stolze. Und hier steht es auch schon, er kommt von der Grillakademie. Was genau bedeutet das? Ja, wir haben in Augsburg die Grillfabrik. In der Grillfabrik geben wir Grillseminare über das richtige Grillen. Wie mache ich einen Grill an? Das perfekte Steak dauert so circa 4 bis 5 Stunden, so ein ganzer Grillabend. Ja, hier bekommen Sie das Blitzseminar, denn wir geben Gas, würde ich sagen. Wir haben uns ein relativ amtliches Stück Fleisch ausgesucht. Marco, was genau grillen wir denn? Wir werden heute ein Porterhouse grillen und ich würde sagen, wir legen es gleich mal auf das Porterhouse, machen schon mal schönes Röstaroma, schönes Branding auf unser Porterhouse drauf, sodass wir auch gleich was perfekte
zum Essen bekommen. Also Branding ist jetzt aber kein Brandzeichen, sondern was? Nee, das sind die Röstaromen. Wir werden da einfach ein bisschen Röstaromen draufgeben für einen schönen Geschmack. Und die machen wir jetzt einfach bei einer sehr hohen Temperatur. Wir schauen, dass wir über 300 Grad im Grill haben. Und da machen wir jetzt schönes Branding drauf. Wir brauchen so circa 1,5 Minuten, um das Branding zu machen. Und dann werden wir das Ganze wenden. Wichtig ist es wirklich, dass man ein schönes, dickes Steak rausschneiden lässt, schön vom Metzger. Das, was wir hier heute haben, das ist sogar ein Dry-Age. Das liegt 4,5 Wochen oder beziehungsweise hang 4,5 Wochen noch in der Reifekammer. Und somit haben wir das perfekte Steak. Okay, Porterhouse, erklär noch mal ganz kurz, was genau ist das? Warum, wo kommt der Name her? Porterhouse ist eigentlich fast das gleiche wie ein T-Bone Steak. Einfach nur das Filetstück ist unterschiedlich groß. Und auf das muss man da dabei einfach achten. Da sieht man nochmal, wie groß das Stück Fleisch auch ist. Ne? Wie viel Gramm haben wir denn ungefähr hier auf dem Grill? Wir sind hier jetzt bei ca. 500 Gramm. Und bei uns Grillmeister ist auch alles, was unter 2 Finger breit ist, ist bei uns Carpaccio. Ja, alles klar. Habe verstanden. Da hat man auch gerade gesehen, wie hoch die Temperatur dort ist. Warum brauchen wir 300 Grad? Ist das normal beim Steakbraten? Ja, wir wollen ja schöne Röstaromen haben. Wir wollen ja, dass das Branding schön schnell entsteht, sodass wir auch wirklich eine schöne Kerntemperatur im Steak nachher haben von 56 Grad. So, dann wollen wir mal schauen, wie es jetzt aussieht. Da sieht man auch dort, ja, aha, das ist das angesprochene Branding, ne? Dieses Karo-Muster, Rautenmuster. Genau, so haben wir jetzt unser schönes Rautenmuster drauf. Das Ganze werden wir jetzt auch auf der zweiten Seite machen, das schöne Rautenmuster. Und dann stellen wir das Ganze auf dem Knochen in direkte Hitze. Das heißt, unter unserem Porterhouse wird dann keine Hitze mehr sein und lassen es dort dann ca. 35 Minuten ruhen. 35 Minuten warten ist ein bisschen lang, Marco, und deshalb? Ja, deshalb haben wir euch schon mal was vorbereitet hier. Haben wir ein Porterhouse schon mal fertig für euch. Dann schneiden wir es mal an, ne? Genau, wir werden es jetzt anschneiden. Am Knochen entlang schneiden wir schon mal schön runter. Boah, es geht ja durch wie Butter, sag mal. Hast du ein gutes Gefühl? Ja, das wird schön saftig, total lecker, das Porterhouse. Und das werden wir gleich schön in Tranchen aufschneiden. So, ich bin gespannt, wie es aussieht. Auch hier löst sich wunderbar. Ja, und das sieht doch so einfach aus, ne? Scharf anbraten, 35 Minuten stehen lassen, das ist es dann auch schon, ne? Genau, richtig. Mehr Arbeit haben wir da auch nicht zu machen. Wir können es jetzt schön wieder in Tranchen aufschneiden und natürlich auch gleich probieren. Ja. Ja, alles klar. Das war unser Blitzseminar zum Thema, wie grille ich ein Porterhouse Steak. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen und vielen Dank, Marco, für deine Unterstützung hier. Bitteschön, schönen Tag noch. Ja, und Ihnen eine schöne Grillsaison. Sven, vielen herzlichen Dank für diese leckeren Bilder und ich hoffe für dich, das Porterhouse Steak hat geschmeckt. Meinen Neid hast du zumindest sicher. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und den schönsten Wohntrends 2016. Ich hoffe, Sie schalten auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin bleiben Sie gesund und das sind unsere Themen nächste Woche. Der Feind in meinem Haus. Fast jeder Haushalt ist heute von Schimmelbefall betroffen. Aufgrund meiner Erfahrung gehe ich sogar so weit, dass ich fast sagen kann, es gibt keine Wohnung mehr, die keinen Schimmel hat. Was Sie tun können, damit der Schimmel nicht zum Problem wird. Und das Geheimnis der schwarzen Wand. Kann eine Spezialfarbe wirklich vor Elektrosmog in den eigenen 4 Wänden schützen? Wir sind froh, dass wir das jetzt gemacht haben. Wir haben die Eheleute Schumann 7 Wochen nach ihrer Strahlungsabwehr besucht. Am Montag, 25. April um 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.